Moin, meine lieben Gaming-Wölfe, ich bin's wieder, euer Cooper, die liebe Gaming-Wolf. Jo, wir sind zurück bei Ark Survival Ascended. Und nachdem wir uns letztes Mal um unsere Fortausrüstung gekümmert haben und ich euch nochmal um die Schadensbegrenzung für den Bug gezeigt habe, den ich leider erfahren habe, wollen wir heute eigentlich weitermachen mit dem, was ich auch noch ursprünglich vorbereitet habe und vorhatte jetzt für die nächste Zeit. Und zwar wollen wir endlich ins Zeitalter der Elektrizität vordringen. Genau, wir wollen ein bisschen Strom haben. Jo, daher will ich nicht lang schnacken, sondern gleich Kopf in Nacken. Nee, Kopf nicht in Nacken, Kopf ins Spiel, Nase ins Spiel, alles ins Spiel. Lasst gerne noch eine positive Bewertung da, ne? Bäm. Schreibt liebe Kommentare und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir fangen an. So, wir brauchen erstmal, was brauchen wir eigentlich? Wir brauchen die Kacke von meinen Dinos, weil das brauchen wir für die Beat. So, und dann sollten wir vielleicht nochmal die Dinos durchleveln oder sollten wir uns auch schon ans Strom erzeugen machen. Denn das ist so der Plan, den ich für heute habe. Ich wollte erstmal einfach, um es zu bauen, in Aggregat machen. Und dann, wenn ich die Rohstoffe vielleicht noch habe hinterher, wollte ich dann nochmal ein Windkraftwerk machen. So, dass ich nicht unbedingt immer Treibstoff verbrauchen muss. Windkraft ist natürlich ein bisschen ressourcenfreundlicher, muss man so sagen. Ne? Und deswegen wollen wir natürlich auch lieber darauf gehen. Aber rein um es gemacht zu haben in diesem Spiel, möchte ich gerne halt auch das Aggregat einmal machen. So. Vorher düngen wir aber nochmal. Nee, nicht den Frosch in meinem Hals wollen wir düngen, sondern meine Felder wollen wir düngen. Ne? Also, gut. So, das haben wir jetzt alles gedüngt und jetzt können wir daran. So, wir schmeißen das Ding schon mal an und das erste, was wir bauen. Denn ich glaube, wir haben die passenden Rohstoffe dazu. Genau. Hauen wir erstmal das Aggregat aus. So. Dann können wir, glaube ich, auch gleich den Kühlschrank herstellen. Den kann ich nämlich demnächst schon mal gleich Fleisch einlagern, damit es länger haltbar ist. Können wir natürlich auch später mit Zitronen etc. pp. Alles machen. So, jetzt haben wir den Kühlschrank. Und dann wollen wir hier einmal raus, das Ding erstmal wieder ausstellen. Nee, ich will nichts aufheben. Ich wollte einfach nur ins, wieso habe ich E gedrückt, anstatt I? Bin ich Banane in der Birne? Ja, bin ich ja immer, aber das war jetzt extrem Banane. So, da war kein Platz mehr für Pflaumen und auch nicht für Kirsche. So, aber das Aggregat wollen wir jetzt hier hinstellen. So, bam. So, einschalten kann ich es noch nicht. Platz habe ich drin, genau. So, da muss ich reintun. So, no fuel. Kein Treibstoff. Klar. Ohne Treibstoff, kein laufendes Aggregat. Also, wir haben ja aber noch, ich habe ja die Tage ordentlich Treibstoff erschaffen. So, dass ich dieses Ding hier auch gut auffüllen konnte. Das nehmen wir nämlich jetzt auch dann mal mit. Da das hier immer nicht so viel verbraucht, lassen wir eben mal die 100 drin und den Rest nehmen wir mit, weil das Aggregat muss ja, das kann ich ja nicht einfach ein- und ausschalten. Das muss ja dauerhaft laufen, damit der Kühlschrank auch läuft. So, den packen wir mal rein. So, und dann können wir starten. So, jetzt haben wir Strom. Das Ding läuft sogar leiser als der Fabrikator. So, aber bis wohin reicht der Strom jetzt eigentlich? Also ich weiß, bei Ark Survival ist Evolved, war es glaube ich noch so, da musste man tatsächlich sogar Leitungen verlegen. Das muss man hier jetzt nicht mehr, finde ich ein bisschen schade, weil es ist ja logisch eigentlich, dass wir auch elektrische Leitungen verlegen müssen. So, ich wollte das Ding erstmal aus der Hand nehmen, weil ich muss erstmal die Leiter hoch. Natürlich macht es aber so auch einfacher. Wir können einfach hier zack, irgendwo den Kühlschrank hinstellen und dann ist das Ding mit Strom versorgt. Oder andere elektrische Geräte. Mal gucken, was man noch so machen kann. Kann ich eigentlich auch elektrisches Licht hier platzieren? Wäre natürlich cool. Muss ich auch nochmal unter den Sachen gucken, was es so gibt. Kommen wir alles noch zu. So, da ist... Ja, da finde ich den Kühlschrank ein bisschen doof. Direkt vors Fenster wollte ich ihn auch nicht stellen. Da ist also auch Teils vom Fenster. Aber da gefällt mir das schon besser. So. Denn habe ich irgendwas im Inventar, was ich da reinpacken kann. Theoretisch könnte ich die Pilze reinpacken.
Die Pilze sind aber alle so, wie es aussieht, immer dauerhaft haltbar. Also, was heißt dauerhaft, aber Ewigkeiten. Betriebsbereit ist der Kühlschrank auch schon, habt ihr ja gesehen, stand da. Dann wollen wir mal bei meinen Dinos vorbeigucken, wer hat denn hier so schöne Sachen. Du hast bestimmt, Fischi ist ja immer sehr leicht verderblich, den nehmen wir mal ein bisschen Fischi ab. So, wir fangen mal hier an. Klack, 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 klack. So, das sollte erstmal reichen, dann kriegst du noch einen auf Nahkampf. Und ich zieh mal kurz weiter. Ne? Meine unglaubliche Buh. So, du hast gar nicht so viel Fleisch drin, ne? Aber du frisst doch gar nicht so viel. Das verdirbt eher sonst viel zu schnell. Du hast schon so viel verdorbenes Fleisch da drin. So, dann nehme ich dir auch nochmal was ab. Bam, 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 bam. Oh, euch kann ich eigentlich auch aufleveln. Ja, machen wir beim anderen Mal. So, ich habe jetzt jede Menge drin. Den spazieren wir einmal rein. Und damit es jetzt ein bisschen länger haltbar ist. Ich meine, gut, wir brauchen zwischendurch auch verdorben. Seht ihr, da ist schon das erste in meinem Inventar gleich wieder verdorben. Damit das aber nicht alles so schnell verdirbt. Ich meine, wir brauchen zwischendurch Verdorbenes, um Betäubungsmittel herzustellen. Aber das heißt ja nicht, dass uns alles dahin faulen muss. Sonst haben wir nämlich viel zu viel davon. Kann man davon zu viel haben? Ich denke schon. Weil wir brauchen ja auch irgendwas, was wir essen können oder was wir unseren Dinos später wieder geben können. Falls, ja, obwohl die Dinos, die grabbeln ja beim Kämpfen für mich genug ab. So, wir nehmen mal die Holzkohle da raus. So, packen wir auch gleich nochmal wieder was im Grill. So, gleich von hier nach darüber. Zack, nehmen wir den und den Stapel. Den können wir da planken. Ne, reinplatzieren. Bam. So. Und damit haben wir das denn schon mal fertig. So. Wir können jetzt aber mal, nee, das nicht. Das können wir wieder ausschalten. Ich will nicht die ganze Zeit hier diesen orangen Rahmen haben. Das ist nur wichtig für den Zeitpunkt, wenn ich das schnell. Genau, wenn ich wissen will, bis wohin das alles reicht. So, wir brauchen aber noch Zement, weil Zement ist nämlich das, was uns fehlt für das Windrad, Energiewindrad. So, und dafür, um Zement herzustellen, brauchen wir erstmal ein bisschen Stein. Der Stein hat mich jetzt wieder zum Fetti gemacht, aber dafür haben wir auch jetzt jedes Mal, haben wir jetzt erstmal wieder jede Menge da drin. Damit sollten wir eigentlich genug Zement herstellen können. Ah, ich sollte demnächst auch nochmal wieder ein bisschen Schießpulver herstellen, fällt mir gerade auf. Weil ich muss ja demnächst auch nochmal ein bisschen mehr Munition herstellen. Außerdem brauche ich Betäubungsmittel, muss ich noch wieder herstellen. Ich brauche Betäubungsmittel. Ich habe nämlich einen gewissen Plan in meinem Kopf, den ich demnächst auch noch machen will. Was das ist? Verrate ich euch beim nächsten Mal, wenn ihr wieder einschaltet. Vorher gibt es das noch nicht. So, ich brauche 20 Zement. 20, okay. Damit kriegen wir dann die Windturbine. Okay, gut. Alles andere sollte ich soweit noch haben. Oh, das Eisen wird aber auch schon langsam ein bisschen knapp. Okay, und die Ölbohrmaschine. Die Ölbohrpumpe. Wollen wir jetzt auch mal kurz herstellen? Ich weiß gar nicht, wofür. Kann ich da. Ich weiß gar nicht. Kann ich die überall platzieren? Und damit. Oh, jetzt brauche ich nicht nur Zement, jetzt brauche ich auch wieder Eisen. Verdammt. Ich müsste aber irgendwo noch Roheisen rumflattern haben. Das sollten wir hinkriegen. Ich habe ja so viel gefarmt, das ging ja unter keine Kuhhaut mehr. So, erstmal wieder ausmachen. So, jetzt die Ölpumpe einmal nehmen. Und dann wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken, ob die irgendwo Platz hat. Die können wir auch mal hier so. Nee. Haha. Ölpumpe kann nicht gesetzt werden. Du benötigst eine Ölquelle. Ja toll, wo finde ich denn eine Ölquelle? Ich habe noch nie eine Ölquelle gesehen, außer unter Wasser. Und ich glaube nicht, dass ich das Ding unter Wasser platzieren kann, oder? Geht das? Nee, ich glaube nicht. Wieso habe ich jetzt aus Versehen Escape gedrückt? Ich muss auch nochmal wieder auf die 8 gehen, um das einzupacken. Okay, ich glaube, dann habe ich das Ding jetzt irgendwie umsonst hergestellt, oder? Kann ich jetzt irgendwie gar nicht nutzen. Nee, dumme Sache. Egal, so, ich musste jetzt, warte mal, okay.
Boah, ich habe noch 9 Tage, 2 Stunden Zeit. Das Ding rattert schon ganz schön lange mit der Füllung, aber das interessiert mich jetzt nicht. Ich will trotzdem die Windturbine haben. Und für die Windturbine brauche ich noch Eisen dazu. So, dann gucken wir doch mal, was haben wir hier? 52 drin. Habe ich irgendwo in meinen Schmelzis noch was drin? Genau, Industrieschmelze sollte ich demnächst auch nochmal herstellen. Oh, da ist nur noch ein Block drin. Aber leider keine Eisenbarren mehr. Okay. Dann kannst du auch erstmal ausbleiben, ehe du mir das Holz verschwendest. Okay, hier ist auch nichts mehr drin. Geh aus. Und du bist schon aus? Hab ich schon ausgemacht. Gut. Stoppelhopser, mein Freund. Mein neuer Freund. Nee, du hast nichts mehr. Nehmen wir auch den Glück. Aber du hast jede Menge Levelpunkte, die ich verteilen kann. Das wollte ich dann auch mal so ein bisschen auf Gewicht, Gesundheit. Ah, ein bisschen Ausdauer könntest du gebrauchen. Nahkampf auch noch ein bisschen. So. Jetzt bist du ganz ausgefüllt. Ja, der hat jede Menge Stein noch. Holz habe ich auch noch jede Menge. So, ich brauche aber eigentlich eher Eisen. Ich war eigentlich der Meinung, dass ich noch irgendwo Eisen hätte. Aber erstmal leveln wir jetzt nur so. Doch, ich glaube, in meinem Lager hinten habe ich noch welches drin. Da gehen wir gleich mal hin, wenn ich meine Dinos aufgelevelt habe. Die drin zumindest. Er hat noch nichts wieder. Ah ja, meine Raptoris haben auf jeden Fall, das weiß ich. So. Oh, wo setze ich das denn jetzt drauf? Erstmal Nahkampf. So. Dann kommen wir hier zu Kollege Schnürschuh. Der hat sogar noch 7. Da können wir ein bisschen auf Gesundheit. Bisschen Nahkampf. Noch mehr Nahkampf, noch mehr Gesundheit. Bisschen auf Gewicht. So. Wie sieht's bei dir aus, meine Mupsi? Du musst ja auch langsam wieder höher kommen. Ah, du hast auch wieder ein bisschen mehr. Gut, da geht wieder 2 auf Gesundheit, 2 auf Nahkampf. So. Gewicht kannst du ja ganz gut. So, jetzt fehlt noch Kommissar Rex. Hallo Kommissar. Irgendwelche verdächtigen Aktivitäten hier? Nö? Gut, jetzt gehst du ein bisschen auf Nahkampf. Ja, brüll mal weiter rum. Ey, wer bist du denn hier? Warum trinkst du mich so ab? Also ganz ehrlich, Hunde, ne? So. So. Den brauchen wir jetzt wieder. Zement. Ich glaube 25 reichen. Ich brauchte irgendwie nur 20 oder so, ne? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. So, was brauchte ich? 20, ja, wie ich gesagt habe. Okay. Können wir rüberpacken. So, jetzt fehlt uns natürlich noch das Eisen. Okay, wir können jetzt auf jeden Fall erstmal das Eisen hier rausnehmen. Das reicht zwar noch nicht so ganz, aber das gibt schon mal wieder einen ganz guten Schub nach oben. So. Bam. Wie viel fehlt uns jetzt noch? Wartet. Da. Okay, wir haben jetzt 54. Das heißt, 21 fehlen uns noch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwo noch so viel Eisen rumflattern habe. Aber warte mal. Dafür muss einmal der Stoppelhops hier mitkommen. Weil das ist ein guter Träger für sowas. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ich letztens erst irgendwas ins Lager reingetan habe. Bei Leder und Eisen. Und das war nicht nur Leder, sondern ich habe auch Eisen reingepackt. Seht ihr? 281. Das sollte doch oben. Definitiv reichen. Jetzt bin ich natürlich wieder viel zu fett. So. Auch wie immer noch zu fett. Och Mann, ey. Warum muss Eisen so schwer sein? Gut, wir halbieren nochmal. Den schmeißen wir die eine Hälfte erstmal weg. Packen das bei der guten Doppelhopsi rein. Zack. So, dann nehme ich das hier wieder auf. Nee, ich will nichts aufheben. Ich wollte doch nur bei Stoppelhopsi rein. So, Stoppelhopsi. Okay.
Was habe ich denn jetzt gemacht? Bin ich Banane? Achso, das habe ich ja vorhin schon beantwortet. Ja, bin ich. Nehme ich das wieder bei mir selber rein. Wie sollte das doch bei Stolz hier rein? Wenn man noch halb am Schlafen ist, ne? Also, da mein Hirn eh immer schläft, also von daher. Alles gut. So, dann. Wir stellen uns einmal hier bereit hin. Nehmen uns das Ganze wieder raus und müssen den Spaß natürlich... Ich finde es immer schade, dass man das nicht schon beim Dinosaurier drinnen halbieren kann. Dass man es immer erst selber reinnehmen muss, halbieren, umlagern und so weiter und so fort. Aber ist halt so. So. Dann packen wir das hier rein. Das muss jetzt... Ja, das Blöde ist natürlich, jetzt brauche ich wieder ein bisschen Zeit. Muss ich ein bisschen Zeit durchschlagen gleich. Weil das ja jetzt erstmal Zeit zum Schmelzen braucht. Aber da habe ich halt keine andere Wahl, ne? Ist nun mal wie es ist. Deswegen sagte ich ja auch, ich sollte mir vielleicht demnächst auch mal die Industrieschmelze produzieren. So. So, das schmilzt jetzt alles fleißig vor sich hin. Ja. Was mache ich denn jetzt in der Zwischenzeit? Oh, ich habe da mal eine Idee. Ich glaube, ich gehe mal wieder zu zu Megalolino. Oh. Okay, beim nächsten Mal brauchst du unbedingt noch was auf Gewicht. Du kannst mich klein Fetti gar nicht tragen. Also von daher, leider hast du auch noch keine Erfahrungspunkte wieder, oder? Nö. Und wenn wir das Ganze rausschmeißen, was du so in deinem Gepäck trägst, kannst du mich dann wenigstens tragen? Also, das überflüssige Zeug? Nö, wenn du mal noch zu fett ist. Okay. Gut, muss ich einsehen. Kann ich nicht ändern. Dann gehen wir eben zu Fuß. So langsam bin ich jetzt ja auch nicht. Megalino will ich auch mal gucken. Die muss auch mal ein bisschen hochgelevelt werden wieder. Außerdem muss ich mal gucken. Ich muss doch hier irgendwie mit meine Dicke hier da rausschimpfen. Es kann doch nicht sein, dass der hier jetzt komplett fest sitzt. Oder besser die. Eigentlich wollte ich jetzt aber nicht unter Wasser. Kannst du mal ein bisschen weiter hier lang kommen? Okay, komme ich nicht drumrum. Wenn ich so dicht dran will, denn... Also, wenn ich da leveln will, dann muss ich da ran. Oh, oh, oh. Die hat doch ganz gut. Da kann ich mal so ein bisschen davon und dann so ein bisschen davon. Und ja, davon kriege ich auch noch ein bisschen drauf. Gewicht können wir auch noch ein bisschen machen. Damit du so ein Fanny wie mich auch mal durch die Gegend tragen kannst. So. So. Und jetzt will ich doch noch mal gucken, ob wir sie hier nicht hier aus dieser Sackgasse rauskriegen, denn das kann ja irgendwo nicht wahr sein, ne? Aber nee, ich sitze hier ständig an allen Ecken fest. Ich bleib überall haken. Egal wie hoch ich versuche zu schwimmen. Ich weiß nicht, wie ich sie hier reingeglitscht gekriegt habe, aber irgendwie habe ich sie hier hingekriegt, aber jetzt kriege ich sie nicht mehr raus. Wartet mal. Könnte vielleicht mein Flugsaurier die grappen und nach außen tragen? Ich meine, okay, mein Nupsi ist zu schwer für den Flugsaurier. Also, für den Vogel, nicht Flugsaurier. Aber so ein Megalodon könnte vielleicht funktionieren. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt nicht das, was ich jetzt machen will. Jetzt will ich erstmal nochmal... Ach, dich habe ich noch nicht gelevelt, genau. Den hier hochleveln. Und dann will ich noch mal nach meinem Eisen gucken, weil ich habe irgendwie die Hoffnung, dass ich jetzt zumindest schon genug Eisen habe, dass ich jetzt endlich mein Windkraftwerk produzieren kann, dass ich das andere Kraftwerk nur für Notfälle quasi oder dafür, um es zu haben, da einmal hingestellt habe. So. Bäm, bäm. Bäm, bäm. Warte mal. Habe ich jetzt... Nee, ganz genug habe ich noch nicht. Warte mal. Ja, nee, ausmachen wollte ich doch gar nicht. Oh, Frosch im Hals. So. Haben wir da noch das? Und so... Jetzt haben wir 75, das sollte reichen.
So, ja, reicht. Dann können wir das Ding einmal starten. So, und einmal herstellen. So. Ist schon fertig produziert. Jo, ist produziert. So, dann können wir das einmal hier mit hernehmen. Oh, jetzt bin ich irgendwie übergewichtig. Wieso bin ich übergewichtig? Hä? Ach so, ja, klar. Ups, weil ich hier die ganze Zeit noch so eine blöde Bohrmaschine, so eine Ölbohrstation durch die Gegend schleppe. Das Ding hat bestimmt ein bisschen Gewicht. Außerdem musste ich eben gerade aus Versehen mein Lenkrad hauen. Aua, aua, aua. Ich bin aber auch mein Tüffel. So, ich würde sagen, wir positionieren das ganze Ding hier so hinters Haus. Drehen es dann vielleicht gleich noch ein bisschen. So. Und wenn ich mir so... Ja, so ist gut. Wenn ich mir das jetzt so angucke, wenn... Ja, auf jeden Fall ist damit mein Kühlschrank auch mit Strom versorgt. Das heißt, wir können das hier abschalten. Jetzt ist das Ding aktiv. Jetzt sind wir ein bisschen umweltfreundlicher. So, ja, das Feld müssen wir uns nicht mehr anzeigen lassen. Alles guti. So. Nochmal kontrollhalber gucken, ob der Kühlschrank auch wirklich noch aktiv ist. Ja, der ist betriebsbereit. Sieht so aus, als wenn alles versorgt ist. Finde ich gut. So. Nochmal kurz reingucken. Ja, alle Sachen da drin sind noch gut frisch. Ja. Dann. Oh, hier dampft es laut. Würde ich sagen, haben wir meinen Plan für heute erfüllt. Alles gut gelaufen. Dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt auch raus, ne? Und ja, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Wenn ja, gerne positive Bewertung da lassen, würde mich sehr freuen. Natürlich Tipps und Tricks in die Kommentare schreiben. Beim nächsten Mal gucken wir denen, dass wir meinen einen Plan umsetzen, den ich so jetzt hier gerade im Kopf habe. Und außerdem uns vielleicht nochmal umgucken, ob wir meinen Megalodon da rauskriegen. Und hey, es gibt noch so viele Sachen, die ich machen will und machen muss und kann und tu und was weiß ich. Wir werden schon was finden. Also, nicht vergessen, noch Kanal zu abonnieren, damit ihr das alles nicht verpasst. Ne? Glocke aktivieren, auch immer gut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Au! Bye, bye!